wollte mir ein Pokémon holen, was vielleicht gar nicht so schlecht ist und Sleep hat. Geht's da was? Was ist das denn? Das ist ein normales Pokémon. Ich könnte mein Metapod hochleveln. Ach nee. Butterfree. Das könnte ich natürlich tun. Oder ich könnte auch ein anderes Pokémon hochleveln. Und hoffen, dass es funktioniert. Sing. Was? Sing ist nur 55%? Was? Ach, mein Venomoth wollte ich ja auch hochleveln. Gott, ist das schlecht, ein Special Attack. Ich würde das nämlich zu diesem Pokémon hier hochleveln. Zu einem Venomoth-Dingens. Confusion. Poison Powder. Kriegt das nicht Sleep? Venomoth. Veno. Psychik. Das Sleep Powder. Ab Level 29. Und wann hat unser liebes. Was war der Name? Butterfree? Genau. Und wann kriegt unser Butterfree denn Sleep? Butter. Free. Sleep Powder ab Level 20, Level 12. Ja, dann ist das hier fast besser, unser Butterfree. Dann nehmen wir unser Raupi. Und leveln unser Raupi hoch. Das klingt doch gut, oder? Wie kann man denn am besten. Ja, genau, mit Wasser-Pokémon. Machen wir mal das hier weg. Haben wir kein Charmander mehr. Macht aber nichts, weil wir leveln jetzt unser Raupi. Gehen wir ab zum Fischen und leveln unser Raupi. Erstmal so, wo gehe ich denn dann? Ja, da gehe ich lang. Die erstmal gegen die Pokémon kämpfen. Ach, scheiße. Eigentlich hätte ich hier so. Und das erste Pokémon und so. Ja, aber okay, das funktioniert ja auch. Ach nee. Ich nehme mal eine Pflanze. Sonst funktioniert das ja nicht. Mega Drain. Hurt itself, Alter. Nein, was tust du? Ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses komische Zeichen da rechts an der Seite von den Dingern bedeutet, dass die Rare sind. Ja, so gut, nochmal. Mega Drain. Mach es kaputt. Ja, so muss das. Horsey. Mega Drain. Das ist schade, dass das so groß ist. Das heißt, das gibt es dann sonst nicht. Mega Drain.
jetzt nicht so gut. Na komm, mach es kaputt. Na komm, you know how to do it. Du weißt, wie es geht. Ist immer noch nicht tot, Wahnsinn. Nee, Katabi ist Level 6. Schade. Sei so gut, geht never noch mit einer Katapie. Dann gibt es nochmal Experience. Haha. Oh, es hat mein Katapie einfach getötet. Na, was tust du? Ah, ich hatte vergessen, dass es erstmal angreifen könnte. Ach, nein. Heilen. Ach, was tust du, Katapi? Warum tust du das? So. Mach mal heile. Ja, bitte heile. Mach mal einmal Danke. Vielen, vielen Dank. Pikachu. Pika! Glaub, dann nimmst du das da. Ja, ich wusste, dass Pikachu so gut werden kann. Meteorit. Alter! Fick dich! Ah! Ich wusste das von Ash. Das ist so nervig. So ein Kack-Pokémon. Da ist er. Irgendwie glaube ich, dass ein Flug-Pokémon gegen mich ganz nicht gut ist. Dachte ich mir, dass es jetzt verkackt hat. Dummes Ding. Wie es einfach alles kaputt macht. Wie einfach gar keine Chance gegen Pikachu hat. Mach's kaputt, bitte! Nein, stimmt nicht! Du bist kein Feuer-Pokémon! Raupi, du bist dran! Mach deinen Job, mach Pikachu platt! Raupi, tackle! Du kannst es! Okay, ich würde mal spontan sagen... Bei einem Pikachu besiegen. Wir gehen da jetzt nochmal hin. Ich wusste nicht, dass es Pikachu ist. Ha! Mach mal Pikachu so platt. Na, jetzt pass auf. Da pass auf, Victor, jetzt gibt's aufs Maul. Jetzt gibt's aufs Maul. So. Bäh.
Muschel! Oh mein Gott, eine Muschel! Kann man auswählen? Nein. Flugzeug! Sorry, Kate, we have problems now. There's more company! Paid by manager Saffron. Ah, okay. Gut, versuchen wir es doch mal mit Angeln. Wir haben uns einen Slowpoke geangelt. Haben wir nicht schon einen Slowpoke? Wir haben noch kein Slowpoke. Das heißt, wir holen uns jetzt ein Pokémon, wie zum Beispiel unser Gras-Pokémon. Okay. Dann versuchen wir das mit dem Pokéball zu fangen. Das hätten wir. Jetzt haben wir auch ein Slowpoke. Gut, mal gucken, was wir jetzt fallen. Da kommt ein Shader. Ein bisschen zerkattert mich hier in der Welle. Funktioniert. Ein Goldini. Super. Ja, noch gar kein Goldini. Nein. Nein, ich möchte es nicht hochleveln. Magikarp! Aber Magikarp gibt doch gar keine große Experience. Magikarp hat sonst keine Attacke. Und was macht das denn? Na, das ist wurscht. Tackle! Ach ja, scheiße. Nein! Ich dachte, Magikarp hat nur Haben. Nein! Wo bin ich mit meinen Gedanken? Räche dich! Blümchen. Giga Drain. Habe ich Magikarp? Nein, habe ich nicht. Warum ich das Magikarp nicht bekommen? Nein. Wo bin ich bei meinen Gedanken? Nein. Beim Mittagessen. Freue mich schon auf Mittagessen. So, ich will aber jetzt unser dummes Pokémon. Hallo! Ja, bitte einmal heilen. Vielen Dank. Was ist denn? Das da ist ja. Tackle ist normal. Achso. Gegen was ist denn sonst Raupi gut? Böck? Was ist denn Böck gut? Gegen Gras, Psychik und da. Ist scheiße. Das ist very good. Gegen Dark and Dragon. Was? Also Fighting, toll. Kriegt Raupi eigentlich noch irgendeine gute Attacke? Okay. Raupi. Caterpie. Bugbite. Level 15. Einfach mal like a pro. Und dann Caterpie-Level. Das ist meins. Ein neues Magikarp. Gut, dieses Mal machen wir es anders. Dieses Mal machen wir gleich dieses hier. Dann fangen wir unseren Magikarp. Pokéball. Bleibe Pokéball. Wir wollen jetzt ein Magikarp. Bleibe im Pokémon, du blödig noch. Impressionen. Mach mal. Ja, komm, mach doch! Was tust du?
holen. Und dann hoffen, dass es in Pokémon bleibt. So. Ach du dummes Ding, Alter. Pokéball. Wir haben ja noch gar keine Wasser-Pokémon. Das ist großartig. Ja, jetzt haben wir auch ein Goldie. Was haben wir jetzt? Psyduck, haben wir schon einen Psyduck? Ja, Psyduck haben wir. Gut. Da. Und, oh. Oha, aua. Hast du auf? Wow. Angegriffen, das macht uns aber gar nichts. Wir wollten eh wieder zurück und uns heilen, also eigentlich wollten wir das nicht einmal heilen. Gut, ich würde mal spontan sagen, wir nehmen Headbutt. Das mögen ihr die ganzen Pokémon hier. Deswegen kriegen die das jetzt auch mal so aufs Maul. So. Das haben wir jetzt davon. Das ist ja schon mal super. Level 9, Level 10. Das geht doch auch ganz schön schnell. Ich würde gerne mal Caterpie auf Level 15 hochleveln, aber ab Level 12 kriegt ja das dann schon. Scheiße. Das heißt, wenn ich jetzt gut bin, kann ich jetzt hochleveln. Wenn ich nicht dran denke und es höher wird, dann habe ich verkackt, da ich Sleeping Powder brauche. Nein! Warum? Das heißt, wenn jetzt Level Up ist, müssen wir es auf jeden Fall ableveln. Ich habe falsch gedacht. Oh, fast tot. Oder eher nicht so.
schauen. Na, das schaut doch gar nicht so schlecht aus. Metapod ist Level 12. Na scheiße, da sind wir zu spät dran. Poison Powder Lärm. Will ich Poison Powder Lärm? Get Tackle, forget the String Shot. Forget, forget. Hä? Forget, forget. War das jetzt? War das jetzt wirklich Sleeping Powder? Warum habe ich das nicht als erstes gelesen? Ja, nice. Jetzt haben wir Sleeping Powder überlernt. Level unser anderes Ding. Wahnsinn, wie ich hier verkackt habe, ja. Mann, ey. Kann ja auch nur mir passieren. Ich dachte, da war doch vorher noch gar nichts. Da haben wir nicht gewonnen, bestimmt die anderen Dinger dann alle. Passt dann. Aber nein! Total verkackt! Na gut, weg damit. So. Da ist das andere Butterfree. Das ist Level 7. Dann haben wir noch das hier. Und da kann das dann auch schon gar nicht mehr falsch gehen. Warte, was hatte das Pokémon denn? Was ist denn jetzt wieder? Achso, das ist Schaman. Ach so, unser Schabande. Gut, dann machen wir das halt jetzt nochmal mit Butterfree. Ich hoffe, ihr habt viel Zeit mitgebracht, liebe Kinder. Das passt schon wieder gar nicht in meinen Plan. Ein Slowpoke. Farbwitch nehmen. Wie funktioniert denn diese Air-Attacke? Die ist nicht so toll. Nee, unser Farbwitch ist tot. Dann versuchen wir doch dieses Pokémon. Ich bin so begabt. Yacht. Bite. So, mach mal. Nee. Nein. Aber hey, Butterfree ist schon Level 10. Level 9. Das ist eigentlich 10. Komm ich jetzt auf 10? Weiß an. So, vielleicht so Goldini oder so. Na komm, mach. Du wirst meine Horsey. So will er jetzt nichts anbeißen. Das ist doch die 1, wo ich hier drücke. Jetzt beißen keine Fische. Ein Goldini. Super. Drain.
Zeug ist kacke. Immer so, ich beschwere mich. Also Psyduck ist eigentlich ganz okay, solange es nicht Zentimeter. Man sollte es nicht sagen. Na komm, ich will jetzt endlich mal, dass dieses Butterfly mit 12 wird. Damit es hier Sleeping Powder hat. Das brauchen wir. Und wir Pokebälle sparen können. Goldini. Ich. Als nächstes dann in die Safari zu gehen. Das dauert aber eine halbe Stunde. Von daher möchte ich als erstes jetzt hier mein Pokémon hier laden. Wenn nicht, dann halt nicht. Auf jeden Fall gibt es ein neues Pokémon. Hier in die Safari. Und ich will Surf haben. Das gibt es auch in der Safari. Soweit ich mich erinnern kann, das ist mir vorhin eingefallen. Ein Corsola. Wir haben ja schon ein Corsola, also ist das relativ wurscht. Das ist Hyrea, sehe ich gerade. Wir brauchen nicht so viele Corsolas. Ein Psyduck. Yay. Yeah. Hey, es ist gleich schon der Level. Das sollte nicht super effektiv sein. Nein, was tust du? Nein! Mega Drain. Yay, es ist Level 11. Juhu! Ein Goldin. So. Da holen wir noch unsere Pflanze raus. Ich hoffe, dass Goldin diese Kack. Du hast keine andere Attacke. Kack Goldini. Ich fand ja damals Goldini war toll. So, oh, schon wieder ein Goldini. Schon wieder ein Goldini. Was für Experience geben. Das kommt bestimmt ein Tentacool. Weil auf ein Tentacool habe ich keinen Bock. Deswegen kommt es bestimmt gleich eins. Ein Psyduck. How to level Pokémon. Dass wir mal Starter-Pokémon haben. Ich kann natürlich auch woanders dahin gehen und dann so, hey, mein Level wird euch leveln, aber dann müsste ich erst bei alle möglichen Pokémon Trainer hier so
wieder besiegen. Ja, da habe ich gar keinen Bock nicht. Wenn wir dann schon mal hier sind, dann können wir doch mal hier gucken. Dann können wir nebenbei noch Fische fangen. Das ist halt meine Idee dabei. Ein Magikarp. Karpfen gibt es heute zum Frühstück. Ich mal. Das ist mein Ergessen. Karpfen. Magikarp. Hat gar keine Experience gebracht. Kack-Pokémon. Das ist schlecht. Gib mir was, was viel Experience gibt. Nicht wenig. Viel. So, eins noch, wenn wir Glück haben, dann haben wir das dann auch auf Level 12 und dann haben wir unser Sleeping Powder. Psyduck! Yay! Das muss jetzt irgendwie wieder 10 hätten wir. Da war klar. Mega crazy. Ja, jetzt ist es Level 12. Yes! Juhu! Jetzt haben wir hier alles. Poison, Stone Ball und Sleeping Powder. Das Wichtigste war mir Sleeping Powder. Damit wir dann mehr oder weniger unsere Pokémon schlafen. Mit dem Typi können wir hier leider nicht reden. Reinzugehen, das ist nicht gerade günstig. Der ist hier noch eine Pokébälle. Oh, der verkauft hier normale Pokébälle. Awesome! Dann werden wir hier. Sehen uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.